Moin Leute und herzlich willkommen in einem neuen Video. Ja, worum geht es heute? Alexander Fürst, wer ihn nicht kennt, das ist ein Heimwerker. Der hat einen YouTube-Channel, heißt Alexander, Entschuldigung, Alex Fürst, nicht Alexander, Alex Fürst. Und hat auch eigene Blogseite. Und er hat letzte Woche ein Video rausgebracht, das hieß Umfrage, was ist euer Lieblingswerkzeug? In dem Video hat er gezeigt, was sein Lieblingswerkzeug ist und hat andere dazu aufgefordert, auch ihr Werkzeug mal zu zeigen, in Form von Bildern oder in Form, wer eine Kamera hat, von einem Video. Also habe ich mich angesprochen gefühlt und jetzt zeige ich einfach mal mein Lieblingswerkzeug. Dafür muss ich erstmal in den Keller. So, da bin ich wieder. Ja, mein Lieblingswerkzeug wäre hier dieser Akkuschrauber, dessen Akku leider nicht gerade sehr doll geladen ist. Ich bin wie immer top vorbereitet. So, jetzt mag sich einer denken, warum dieser Akkuschrauber, weil er dreht vorwärts und wenn man da den Knopf da drückt, dreht er rückwärts. Und das kann irgendwie jeder scheiß Akkuschrauber. Er ist uralt, hässlich wie die Nacht, aber er funktioniert. Es ist übrigens ein Makita 62, ich meine das war meine 001D, mit 9,6 Volt und 2 Ampere Stunden. Was damals bestimmt, wo der herauskam, ordentlich was war und mit Sicherheit war er auch damals schweineteuer gewesen. Ja, war sag ich, weil ich habe nicht so viel dafür bezahlt und deswegen ist er auch mein Lieblingswerkzeug, weil ich war vor 5 oder 6 Jahren mit einem Kumpel unterwegs gewesen und da hat jemand Sperrmüll raussortiert gehabt und da haben wir so einen wunderschönen Dauerbrandofen gesehen und haben gesagt, den könnten wir gut vor der Werkstatt gebrauchen. Sind angehalten, haben uns den Ofen angeguckt. Ja, Topofen müssen wir unbedingt haben. Aber da auf dem Sperrmüllhaufen nur gutes Zeug lag eigentlich, also kaum irgendwie, wo man sagt, wirklich, das ist Müll, haben wir erstmal geklingelt und haben gefragt, ob das wirklich Sperrmüll ist und ob wir das mitnehmen dürfen. Und ja, die Person hat gesagt, ja, kein Problem, nehmt den Ofen mit und nehmt mit, was ihr wollt. Und da habe ich doch auf dem Ofen in die Tüte geguckt. Was war drin? Der Akkuschrauber mit 2 Akkus und ja, Ladegerät. Hätte ich vielleicht mal anwenden sollen für das Video. Naja, glaubt mir, da geht noch. Und ja, auf alle Fälle war das kostenlose Akkuschrauber. Zwar alt, aber ich muss sagen, ich bin jetzt 5 Jahre damit gut gefahren mit dem Teil. Hab meine Küche damit auseinandergenommen. Eigentlich habe ich ja die gesamte Wohnung damit renoviert. Meine letzte Wohnung habe ich damit renoviert vor 4 Jahren. In der Werkstatt habe ich Haufen Regale damit aufgebaut. Also ich kann nicht meckern, der funktioniert. Die Akkus haben noch eine halbwegs vernünftige Laufzeit. Dafür, dass die so alt sind, ist es wirklich Wahnsinn, was da ein Akku noch ab kann. Die Akkus gibt es sogar für das Gerät immer noch zu kaufen. Wahnsinn. Ja, sowas schmeißen Leute weg. Also ich frage mich, welcher Gesellschaft wir leben, damit solches Werkzeug weggeschmissen wird. Also er funktioniert ja ohne Probleme. Ich meine, sicherlich gibt es bessere, aber den kann man doch nicht wegschmeißen, oder was meint ihr? Und zweitens ist es ja auch so, ich kaufe mir ja ein Gerät von Makita, der hat ja damals richtig viel Geld gekostet, damit ich den wirklich ewig benutzen kann. Und dann schmeiße ich den weg nach ein paar Jahren, also noch nicht mal allzu viel Jahren. Ich weiß nicht, wie alt der ist, aber hätte ihn wenigstens an jemand verschenken können oder verkaufen bei eBay oder was weiß ich. Also warum man den wegschmeißt, ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass ich ihn gefunden habe. Was soll ich noch groß dazu sagen? Dreht sich vorwärts, dreht sich rückwärts. Bier öffnen kann er auch. Also das ist mein Lieblingswerkzeug. Und ja, an alle anderen, die gerade zugucken, macht doch auch mal so ein Video. Meldet euch bei Alex Fürst. Und ansonsten sage ich dann mal Prost, bis zum nächsten Video. Und da bin ich nochmal kurz in der Endcard. Habe ich jetzt fast vergessen. Rechts von mir, also links auf eurem Bildschirm, seht ihr mein Abonnieren-Emblem, dort ungefähr. Hier ein weiteres Video von mir. Und hier seht ihr das Video von Alex Fürst.
Und hier ist sein YouTube-Kanal oder seine Homepage verlinkt, je nachdem, wie das funktioniert. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Ja, das war's auch schon.